Gute Nachrichten für junge Eltern aus Mecklenburg-Vorpommern. Die Schweriner Landesregierung will mehr Geld in die Kitas stecken. Ja, steht hier, kann ich auch mal vorlesen, die Headline. Mecklenburg-Vorpommern gibt 15 Millionen Euro mehr für Kitas. Okay, Mecklenburg-Vorpommern kann es sich ja leisten, ist ja unser Vorzeigebundesland. Unsere blühende Landschaft im Nordosten der Republik. Jawohl. Andere Bundesländer haben es da aber nicht so dicke, zum Beispiel Hamburg, die Hansestadt auf Hartz IV. Da werden jetzt die Eltern für die Kinderbetreuung ordentlich zur Kasse gebeten. Tja, Hamburg ist eben nicht Mecklenburg-Vorpommern. Ein Film von Julian Amerschi. In Hamburg sind diese Woche die Kita-Gebühren erhöht worden. Um bis zu 100 Euro pro Kind im Monat. Die Kita-Gebührenerhöhung ist doch gar nicht so schlimm, oder? Finden Sie. Ich finde, das ist eine Frechheit. Ich bin sauer, ich bin enttäuscht und ich finde, es ist keine zukunftsgerechte Familienpolitik. Wenn ich jetzt mit 250 Euro, die maximal für mich berechnet werden könnten, je nach Einkommen, zugrunde lege, dann wären das 3.000 Euro im Jahr. Mehr. 3.000 Euro im Jahr mehr als derzeit, ja. Aber was soll die Stadt denn machen? Sie hat doch kein Geld. Die Kinder müssen dafür zahlen, dass an anderer Stelle Milliarden ausgegeben werden, die eigentlich nicht ausgegeben werden sollten, wie zum Beispiel die HSH Nordbank. Wenn Hamburg jetzt kein Geld mehr hat und die Bank ist schuld, dann kann es ja nicht sein, dass ausgerechnet Familien mit vielen Kindern dafür aufkommen sollen. Das ist nicht fair. Ja, die HSH Nordbank brauchte Milliarden Steuergelder. Und für die Kitas fehlt jetzt eben das Geld. Also ich bin da richtig sauer und ich wundere mich, dass nicht noch mehr Mütter hier jetzt sind und total auf die Straße gehen. Okay, dann nehmen wir von Extra 3 das mal in die Hand. Wir nehmen Kinder und Eltern mit zur HSH Nordbank. Da ist heute Pressekonferenz. Und Chef Dirk-Jens Nonnenmacher stellt vor, wie viel Kohle die HSH im letzten Jahr verpulvert hat. Eine super Gelegenheit, um uns beim HSH-Chef persönlich zu bedanken. Mit einem selbstgebastelten Pleitegeier und einem Lied. Wär doch gelacht, wenn wir hier nicht als Journalisten durchgehen. Pressekonferenz geht's da hoch, ne? Ja? Na, das war doch ein Kinderspiel. Hallo. Jetzt müssen wir nur noch am Sicherheitsdienst vorbei. Wir würden nur gern zu Herrn Nonnenmacher. Wir haben ein Ständchen vorbereitet. Ja, einen kleinen Augenblick. Ja, dann gehen wir noch mal. Alle mal ruhig hochkommen. Ja, pssst. Nonnenmacher will nebenan die neuesten Verluste verkünden von der HSH! Wir gehen mal alle in die Cafeteria und suchen uns mal ein Stück Schokolade. Ne, so einfach sind die nicht zu bestechen. Das ist ja eine ganz billige Nummer. Wir wollen erstmal zu Herrn Nonnenmacher, oder? Ja, wir haben ja auch ein Geschenk. Währenddessen nebenan. Natürlich, ich nehme an, dass das unsere Fangruppe hier ist. Okay, wir singen das Lied jetzt. Danke, die Kita wird jetzt teurer. Danke, da freut sich mein Papa. Danke, diese Stadt ist pleite. Dank der. Genau, zweite Strophe. Danke, lieber Nonnenmacher. Danke, du hast so tolles Haar. Danke, diese Stadt ist pleite. Dank dir und der HSH. Unterdessen macht sich Nonnenmacher einfach aus dem Staub. Weiß der Geier, wo er plötzlich hin muss. Herr Nonnenmacher kommt nicht, oder was? Herr Nonnenmacher ist leider schon beim nächsten Termin. Ach, schade. Der hat uns hier versauern lassen. Aber wir haben noch ein Geschenk für Herrn Nonnenmacher. Ja. Hier diesen offiziellen Pleitegeier. Ja. Der Preis für besondere Verdienste um den Haushalt der Stadt. Na dann, bis zur nächsten Pleite, liebe